Galaktische Geschichte 78. Das Sith-Triumvirat. Aus dem Chaos nach dem Jedi-Bürgerkrieg erhoben sich neue Sith. Sie wurden inspiriert von Persönlichkeiten wie Exakon und Darth Revan, wussten jedoch nichts vom Sith-Imperium, das noch immer auf Drom und Chaos versteckte. Drei Lords standen über allen anderen. Darth Nihilus, dessen Hunger jeglichen Leben, im Verzug Darth Sion, dessen zertrümmerter Körper nur durch Shinas zusammengehalten wurde, und Darth Trya, eine ehemalige Jedi-Meisterin, die zum Lord des Verrats wurde. Diese Sith-Lords übten ihre Macht von alten Sith-Ruinen auf Malakoth 5 aus. Darth Trya war die Anführerin der drei, aber als Sion und Nihilus gegen sie verbündeten, floh sie von Malakoth 5 und nahm den Namen Kreia an. Darth Sion erschuf eine Elitetruppe von Sith-Attentätern, die ohnehin geschwächten Jedi in ihr Versteckten jagten, während Darth Nihilus auf der Suche nach dem Energie von Macht wandern durch die Galaxis zog, um seine unstillbaren Hunger zu lindern. Das kurze Gnaden für die Republik war vorüber.